gehen wir in die Wirt. Ja doch, das sollte sein. Sollte reichen. Angedeutete Mauer. Ich muss gucken, dass ich die Ich weiß, was ich mache. Ich nehme drüben ein paar Wachen weg und stelle die mit hier hin. Weil drüben sind einfach jetzt viel zu viele. Das da oben, das ist einfach massivst übertrieben. Das ist ja eigentlich für später so. Nicht für jetzt. Ich glaube, zwei sollten hier reichen. Dann machen wir hier noch ein paar hin. An wichtige strategische Punkte. Und hier ebenfalls. Wenn ich das Gefühl habe, dass an einer Stelle zu viel wird, mache ich da einfach dicht. ...500 Pfeile und sehr viele Wurfsteine. Essen wird langsam wieder mehr, das ist okay. Was soll ich jetzt mal machen? Ich mach das hier mal weg. Da könnte sie nicht direkt umlegen. Schwerer ranzukommen. Natürlich auch schwerer für mich, das dann alles zu beobachten, einen Blick zu behalten. Aber wenn ich das groß genug ausgebaut habe, dann sollte es auch funktionieren. Ich glaube, ich mache hier trotzdem mal wieder auf. Dass vielleicht auch ein paar hier durchlaufen. Ja, die laufen nämlich jetzt alle rundherum. Hier kommen alle von da hinten. Heißt das, hier kommen gar keine mehr? Tatsächlich. Es bringt wirklich was zuzumachen. Die hier ballern auch. Das heißt, es kommt alles da hinten an. Das ist
cool. Also fand ich, ja okay, da hinten kommen sie noch hoch. Also fern die Munition reicht. Kann ich wirklich dafür suchen, dass sie alle an einen Punkt kommen? Ja klar, die kommt auch von oben runter. Läuft wesentlich besser gerade. Wenn die nicht alle drauf gehen, muss ich auch nicht ständig nachrekrutieren, was wieder Essen spart. Ja, die werden auch richtig gut weggeballert da. Das heißt, ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass das hier so passt, dass das hier so bleibt, so passend. Und wiederum heißt das, diese rudimentäre Mauer ist was Gutes. Die mag nicht viel hermachen, aber sie scheint wirklich mehr als nur ihren Zweck zu erfüllen. Und dann kann ich demnächst mal testen, ob die wirklich dann alle nur noch an einer Stelle kommen. Wenn ich da vorne noch offen habe, dann kann ich mich die Wachen irgendwann hier hinten auch einsparen. Das wäre wiederum sehr, sehr, sehr gut. Okay, ich werde auch nicht mehr so lange machen. Ganz ehrlich, als es gerade so beschissen lief, ich hätte noch dieses eine komische Ding machen, dieses heilige Ritual vielleicht. Aber andererseits, was soll's? Ui, das wird eine Weile dauern, bis ich das hier alles abgetragen habe. Naja, macht nichts. Übrigens habe ich herausgefunden, wo sich Gold befindet. Nicht hier.
heißt, also es gibt verschiedene Gebiete und in denen findet man unterschiedliche Güter, Gold, Zinn und solche Sachen. Ja, nach und nach werden wir auch dieses Problem hier beseitigt haben. Ah, Pfeile werden langsam mehr, das ist gut. Tatsächlich, ich kann gar nicht genug von der Munition jetzt gerade haben. Wenn sie dir einmal ausgeht, weißt du sie sehr zu schätzen. Also Kupfer gibt's überall, Lehm gibt's überall und Eisenerz gibt's auch überall. Alle anderen Ressourcen sind nur an bestimmten Gebieten. Die nächsten Sachen müsste ich eigentlich in Bereichen finden, müsste es irgendwie so ein Schneebiom geben. Eigentlich müsste man tatsächlich im Schneebiom anfangen, aber vielleicht gibt es da noch andere Probleme. So ein bisschen mehr. Wird alles. Hier eine schöne Schneise reingehauen. Das heißt, mein Wall kann jetzt auch bald vollendet werden. Yay, fast durchgeschlagen. Oh. Da merkt man gleich so ein angenehmes Schlagen im Rücken. Und wird verschossen auf jeden Fall.
gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es läuft. Oh. Ja. Es läuft. Ich krieg auch nicht auf die Fresse. Ich muss hier gehen. Sonst halte ich es nicht mehr lange aus, glaube ich. Kommt jetzt wirklich, ich habe das Gefühl, das meiste kommt wirklich draußen beim Tor aus. Jetzt an. Oh, wisst ihr was? Ein bisschen Fleisch und Fisch gönne ich mir jetzt einfach mal. Schwimmfähigkeiten sind dramatisch reduziert. Ja, das stimmt. Hinten ist wirklich nichts mehr plötzlich, oder? Nee, da kommt nichts mehr durch jetzt. Die kommen halt alle in Masse jetzt hier durch. Die Centuri sind schon stark. Frage mich halt jetzt nur. Ob die jetzt gleich wirklich alle... Wenn ich diese Mauer hier fertig habe, kommen die dann alle durchs Tor? Das wäre halt wirklich genial. Um 4 scheint alles weg zu sein. Aber wenn die alle durchs Tor kommen, dann könnte ich da alles voll mit Bogenschützen hauen und fertig. Auf jeden Fall, wenn der Ball hier steht, sollten sie auf jeden Fall nicht so leicht durchkommen. Wir machen es auch so eine Stunde voll und... Mehr von diesen Steinen. Uch.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, was macht ein Zombie hier, aber. Das war ja. Ah, scheiße, jetzt komme ich ja selbst nicht mehr hoch. Inventär erstmal gelöst. Ich kann es ruhig noch höher machen. Ich habe auch keinen Bock, dass sie dann vielleicht drüber springen können. Mal schauen. Ich würde fast sagen, eins kann ich noch. Dann bin ich mir auf jeden Fall ganz sicher, dass sie da nicht drüber hocken. Naja, ich kann's. Könnte auf der Höhe sein. Gerade schwer abzuschätzen. Beobachten wir das Ganze einfach mal. Wissenschaft. Table of Ancient Winsen. Ach, die Dinger sind nur begrenzt verfügbar. Interessant. Automatic Regenerate. Gut, wie lange dauert denn das? Kann ich noch mehr davon aufstellen? Dass die einfach weiterarbeiten können. Okay. Dann könnt ihr erstmal wieder arbeiten. Ihr könnt weiterarbeiten. Essen sieht wieder super aus. Ich werde auf jeden Fall gleich ausmachen. Wieso rennt ihr eigentlich da runter? Habt ihr einen Schatten? Alter. Ach, die rennen da runter, weil da unten Werkzeug zu finden ist, glaube ich.
Wie kommen die rein? Bin ich sicher, spawnen die oder? Sie kommen auf jeden Fall rein, das ist das Problem. Ich hab's verstanden. Sie laufen tatsächlich durchs Wasser. Hätte ich jetzt so nicht erwartet tatsächlich. Das heißt, wenn ich da noch zumache, kommen die da nicht mehr durch. Macht aber schon irgendwie Sinn, sind ja Zombies. Kann ich diese abknallen? Echt, das geht. Oh! Ich hau ab. Das heißt, war wirklich, wenn ich hätte nicht gedacht, dass sie da durchrennen, aber wenn ich dazu mache, sollten wir eigentlich sicher sein, oder? Müssen einfach nur mal gucken, wenn ich das dann zumache und wir verlieren keine Steine mehr, heißt das, es funktioniert. Uah, ich will nicht sterben. Meines Wissens hat es keine Auswirkung, aber ich will es trotzdem vermeiden nach Möglichkeit. Bären. Die werden mir gut tun. Muss ich zumachen. Ich muss. Ui. War schon sehr weit drin. Ja, ich brauche dann hier auf jeden Fall mehr Schützen. Das ist klar. Aber hier hinten wird nichts mehr verbraucht, wie es aussieht. Kann ich wieder ein paar wegmachen. Steinschütze würde ich einfach mal lassen. Noch. Aber. Ist. Den separaten Bogner würde ich auf jeden Fall entfernen. Und lieber eine andere Position setzen. Vielleicht wieder hier hoch oder was noch besser wäre, einfach mal hier rein. Gestorben ist keiner, das ist schon mal schön. Ja, Dinge, an die man nicht denkt. Zombies müssen nicht atmen. Das lassen wir mal so. Das quasi Durchgang. Ja, auch. Einfach nur, dass es ein bisschen logisch ist. Luft holen. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht notwendig. Irgendwie müssen Fische und Wasser ja reinkommen.
Aber ich denke mal. Können wir auch wieder ein bisschen aufdrehen von der Schwierigkeit. Vielleicht lassen wir mal. Wo sind die Kisten da? Bisschen Platz schaffen wir noch. Aber es wird Zeit, dass ich hochgehe. Dabei mache ich jetzt mal die Wurfsteine aus. Auf jeden Fall erstmal nicht mehr. Und guck mal einfach mal, wie gesagt, wenn jetzt keine Steine mehr verschossen werden, dann würde ich einfach mal das Risiko eingehen und die hier alle wegmachen. Vielleicht lasse ich noch einen Bogenschützen zur Not da. An einer Position. Man weiß ja nie, ob sich vielleicht nochmal durchschlängelt und dann gucken wir, dass wir hier hinten vor allem noch mehr Leute kriegen. Ich mache mal die Bogenschützen hier auch gleich weg. Mut zur Lücke. So, die können in die Richtung schießen. Ich werde natürlich auch hier Stellung beziehen dann. Oh, ich habe noch Arbeitslose. Das passt schon so. Die Regale füllen sich gefühlt nicht auf. Füllt sich selbst auf. Boah, ich seh's. Ich möchte wieder gar nicht aufhören bei dem Spiel hier. Und vor allem, wenn das klappt, kann ich ja mal gucken, dass ich hier überall so kleine Gebäude baue, dass das auch alles so einen Sinn hat, wie das aufgebaut ist. Und nicht nur funktional. Klar, es funktioniert, aber ich würde dann halt schon gern richtige Gebäude bauen. Sowas wie dieses Wachhaus hier, das hat mir eigentlich echt Spaß gemacht, dieses Wachhaus zu bauen. Leicht erweitern wir es dann auch hier. Machen halt einen richtigen Turm draus.
Läuft doch. Und dann würde ich sagen, das war Let's Play Colony Survival für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.